So, hallo zusammen. Hier ist wieder euer Spartakus und wir spielen heute eine Runde Wildes Weltall. Das ist meine persönliche Nummer 8 auf meiner Top 10 Liste der Solospiele. Und ich hatte euch ja diese Liste gemeinsam mit Ben vom Brettspielblog auf seinem Kanal vorgestellt. Verlinke ich euch hier oben. Und ich hatte auch gesagt, dass ich das mal jetzt die komplette Liste in Let's Plays nacheinander nochmal vorstelle, von der 10 runter bis zur 1. Und wir sind jetzt bei der Nummer 8 angekommen. Die Nummer 10, Under Falling Skies, und die Nummer 9, Hunted Kobayashi Tower, habe ich euch bereits gezeigt. Jetzt geht's ums wilde Weltall. Ein Spiel von, von wem ist es eigentlich? Gute Frage. Joachim Thome. Bei Board Game Circus erschienen für 1 bis 5 Spieler. Halbe Stunde Spielzeit, kommt auch ungefähr hin. Im Solo braucht es vielleicht ein bisschen länger, weil wir müssen natürlich drüber reden und wir müssen hinterher zählen. Worum geht's? Wir spielen einen Commander, einen tierischen Commander. Wir haben hier 6 verschiedene Kommandantenkarten, Kommandeurskarten mit verschiedenen Eigenschaften. Die gehören jeweils einer Tierart an. Die haben jeweils hier ein Symbol. Das sind Bären, Affen, Oktopusse oder Oktopoden, Eulen, Nashörner und Echsen. Und diese Kommandeure stellen ihre Crew zusammen, auch aus Karten, die hier liegen in einem großen Stapel, und müssen mit Raumschiffen ihrer Farbe jeweils Planeten erforschen. Sprich, erst landen und dann erkunden. Das heißt, jeder Planet hat 2 Sektoren. Das sind die Planetenkarten hier. 2 sind anfangs aufgedeckt und 3 weitere können wir noch aufdecken. Jeder Planet ist in 2 Sektoren unterteilt, hat eine Landezone und einen Erforschungsbereich. Und in jedem Bereich kann ich ein Raumschiff platzieren, sprich, ich muss es erst landen, dann diesen Sektor erforschen. Und das kann ich auch in diesem Sektor machen. Ich kann auch im anderen Sektor, im gleichen Planeten, noch ein weiteres Raumschiff platzieren, aber ich kann nicht in einem Sektor 2 Raumschiffe platzieren. Das ist eine ganz wichtige Regel. Und wenn ihr jetzt nachzählt, das sind 5 Planeten, die wir nach und nach aufdecken, macht in der Summe 10 Sektoren. Ich habe aber nur 5 Raumschiffe. Ich muss mich also entscheiden, welche Sektoren ich, an welchen Sektoren ich lande und die ich dann erkunde. Heißt aber auch, ein Zug besteht immer aus Landen und dann später Erkunden in der zweiten, im zweiten Zug für dieses Raumschiff. Nach 10 Zügen ist die Partie dann aber auch rum. Und für den Automa gilt sowas Ähnliches. Wir spielen als Solospieler gegen einen Automa, den stellen wir gleich noch zusammen. Und wie die Karten hier funktionieren, erkläre ich euch dann im laufenden Spiel. Wir müssen also jetzt erstmal den Automa zusammenstellen und die Planeten hier auswählen. Wir haben hier 3 verschiedene Planeten mit der Stufe 3. Da werden wir einen Planeten verdeckt hier hinlegen. Die anderen beiden kommen zur Seite. Und diese Planeten haben unterschiedliche Effekte, was wir dann mit unseren Karten machen können. Und für die Stufe 9 sind es nur 2 Planeten. Es gibt eine Erweiterung, die Aliens-Erweiterung, die habe ich aber nicht. Ich habe hier nur das Grundspiel und die Erweiterung soll gut sein. Ich habe sie aber noch nicht zulegen können und mir noch nicht angeschaut. Deswegen kann ich glaube, da sind weitere Planeten drin und natürlich neue Karten. Das schauen wir uns dann später an. Ich habe mir die roten Raumschiffe ausgesucht, für den Automa die gelben. Die seht ihr, jawohl. Der Automa benutzt aber nicht die Planeten, auf denen wir auch arbeiten, sondern er hat eigene Planeten. Das sind diese Karten hier. Und das stellen wir ein Deck aus 5 Karten zusammen. Und das hängt vom Schwierigkeitsgrad ab. Und wir nehmen hier mal den leichten, welche Karten das sind. Das sind in diesem Falle 2 leichte, 2 mittlere und eine schwere Karte. Und je nachdem, wie wir das verteilen, 2 leichte, 2 mittlere und eine schwere. Die Symbolik ist die gleiche wie hier. Leicht, mittel, schwer. Und je nachdem, wie wir das verteilen, wird das Ganze gegen den Automa etwas schwieriger oder einfacher zu gewinnen. Ich hoffe, wir gewinnen. Wir werden sehen. Letztlich wird es das Ziel sein, mehr Punkte zu bekommen als unser Gegner. Wir sehen natürlich jetzt, welcher Planet oben liegt für unseren Automa. Den lege ich mal nach hier rechts. Wir müssen 2 Planeten aufdecken, einen schweren und einen leichten. Und wir haben für unseren Automa-Gegner 5 Raumschiffe und einen Ordensmarker, den wir für den Automa nicht brauchen. Wir brauchen ihn unseren aber. Es gibt weitere 3 Farben,
ein Grün, ein Lila, ein Türkis, ein Rot und ein Gelb. Ich habe uns jetzt Rot und Gelb rausgesucht. Ich hoffe, ihr seht die Farben ganz gut. Dann schauen wir mal. So, wir legen die Planeten noch etwas höher. Die Karten habe ich bereits gemischt. Wir legen eine offene Auslage aus drei Karten hin. Und dann seht ihr auch schon unterschiedliche Arten von Karten. Ihr seht hier weitere Tiere, das sind sogenannte Profis. Die haben hier unten auch ein Symbol für einen, ja, das ist der Profi, so heißen die halt einfach hier. Und so ein Profi gehört immer zu einer Tierart, in diesem Fall eine Echse und ein Affe, und hat einen Beruf, ein ITler und ein Soldat. Und die haben verschiedene Effekte. Er hier hat zum Beispiel einen Orden. Hier haben wir eine Bedingung, die wir erfüllen müssen, um einen Effekt auszuführen. Und hier, das ist ein Roboter, der hat in diesem Falle keine Tierart, der gehört zu den Robotern, hat aber einen Beruf, ist nämlich Forscher und hat auch eben einen Effekt. So, wir werden jetzt unseren Kommandanten ziehen und wir müssen dem Automa noch einen Kommandanten zuteilen. Das ist er hier. Und unser Kommandant hat neben der Tatsache, dass er in diesem Fall ein Bär ist und ein Botaniker als Beruf ist, hat er noch einen Bereich für den Ordensmarker. Das heißt, wenn wir eine Karte mit einem Ordenssymbol irgendwann mal ausspielen sollen, dürfen wir diesen Ordensmarker weiter bewegen und bekommen dann die entsprechenden Effekte bis hin zu 6 Punkten. Und das schauen wir uns dann im Spielverlauf an. So, und 3 Karten gehören auf meine Hand. Auch hier bekomme ich, ihr seht das, ich komme mal näher, ja, so sollte es gehen. Ich bekomme einen Profi, eine Echse, einen Forscher mit einer Bedingung, wenn du einen ITler hast, spiele einen Roboter oder Gesandten. So ist das hier zu lesen. Dieser Profi, auch eine Echse, Botaniker, schmeiß eine Karte ab und spiele dann eine Karte aus. Und das hier ist ein Roboter, der hat einen Ordensmarker und gibt mir im Wesentlichen nur 3 Punkte, ist aber ITler. Gut, das sind jetzt erstmal die 3 Karten, mit denen ich beginne. Ich lege sie mal hier, ja, ich kann sie nicht offen vor mich auslegen, ich muss sie in der Hand behalten, denn wir bilden uns hier eine Auslage. Was machen wir? Wir brauchen Punkte. Punkte bekommen wir über solche Symbole auf Karten. Das hier sind 3 Punkte. Hier, wenn unser Ordensmarker diese Stelle erreicht, wären das 6 Punkte. Und wir bekommen Punkte aus gesammelten Sets. Wir haben nachher einen Notizblock für die Punkte. Wir bekommen Punkte aus Tiersets gleicher Tierart. Das heißt aber hier in diesem Spiel, dass wir mindestens 3 Tiere der gleichen Art ausliegen haben müssen. Und dann bekommen wir 5 Punkte. Und haben wir dann ein viertes Tier, bekommen wir weitere 5. Und ein fünftes Tier nochmal 5 von der gleichen Art. Wenn wir ein Set aus 6 unterschiedlichen Tieren haben, bekommen wir 15 Punkte. Das ist also schon sehr wertvoll, 6 unterschiedliche Tiere hier liegen zu haben. Haben wir noch ein zweites Mal 6 unterschiedliche Tiere, bekommen wir sogar nochmal 15 Punkte. Dann gibt es noch, die haben wir jetzt nicht offen hier liegen, kommen später noch sicherlich dazu, sogenannte Gesandte, die haben bestimmte Missionen, für die es Punkte geben kann. Dann gibt es die Roboter, die Punkte geben, den habe ich hier auf der Hand zum Beispiel. Und dann gibt es den Ordensmarker, der uns hier in diesem Falle 6 Punkte verschaffen kann. Und das alles in Summe gibt uns dann eine Gesamtsumme an Punkten. Und das gilt für den Roboter oder für die AI genauso, für den Automa. Und wir müssen halt letztlich nur mehr Punkte bekommen als der Automa. Wie machen wir das? Wir überlegen jetzt. Jetzt müssten wir zufällig wählen, wer anfängt. Und ich sage mal, wir fangen mit dem Automa an. Dann brauchen wir nämlich nicht überlegen, sondern fangen direkt an. Was macht der Automa? Wir dürfen jetzt für den Automa, für die beiden Planeten, die er offen liegen hat, auswählen. Das dürfen wir als Mensch entscheiden, was der Automa tut. Und letztlich müssen wir irgendwann auf dem Planeten landen und den Planeten dann erforschen. Wir werden mal auf diesen Planeten, ich lege mal meine Karten kurz zur Seite, wir werden für den Automa auf diesem Planeten landen, das ist der untere Bereich, und führen dann eine Aktion auf der offenen liegenden Kartenauslage aus. Das heißt, auf dem linken Platz machen wir gar nichts, auf dem mittleren Platz ziehen wir eine Karte, das heißt, der Automa zieht die Karte, und es wird in diesem Spiel sofort aufgedeckt, sofort nachgelegt. Auch wenn man mehrere Karten zieht, wird immer sofort nachgelegt.
Und der nächste Effekt ist auf diesem Platz, diese Karte wird abgelegt auf eine offene Ablage. Es wird nachgezogen und diese Karte zieht der Automa. Das legen wir alles bei ihm auf einen Stapel, denn für den Stapel kriegt er nachher Punkte. Und hier wird sofort nachgelegt. Das war der erste Zug des Automa. Jetzt sind wir dran. Und ihr seht es schon, hier ist ein Gesandter, in diesem Falle ein Bär. Und der sagt, ich bekomme 5 Punkte, wenn ich 3 Botaniker-Symbole habe. Und wenn ich nochmal 3 habe, bekomme ich nochmal 5 Punkte. Okay, dann sind wir dran. Und wir können tatsächlich nur auf einem dieser beiden Planeten in jeweils einem der beiden Sektoren landen, mit einem unserer Raumschiffe. Das ist das, was wir tun können. Und erst dann können wir einen Karteneffekt auslösen, und zwar den, der dort steht. Ich werde mal hier landen und dieser Effekt sagt mir, spiele eine Karte mit Ordenssymbol aus. Das tue ich. Ich spiele diesen Roboter aus. Und das war mein Zug. Und damit ist der Automa wieder dran. Jetzt kann ich wieder entscheiden, gehe ich hier auf diesem Planeten nach oben mit dem Raumschiff oder lande ich auf diesem Planeten. Und ich sage mal, wir landen auf diesem Planeten hier für den Roboter, für den Automa, so rum, nicht den Roboter, das sind Roboter, für den Automa. Erste Karte wird abgeworfen. Zweite Karte wird abgeworfen und gezogen. Und dritte Karte passiert nichts. Das hat der Automa getan. Dann sind wir wieder dran. Ich habe jetzt nur noch 2 Karten auf der Hand. Und ich kann auch nur dann nachziehen, wenn mir einer der Effekte auf dem Planeten das erlaubt. Und genau das werde ich jetzt tun. Ich werde auf diesem Planeten hier jetzt erkunden. Und hier oben habe ich die Möglichkeit, entweder 3 Karten nachzuziehen oder eine Karte auszuspielen. Und jetzt habe ich die Wahl, das eins von beiden zu machen. Ich möchte keine Karte ausspielen, ich möchte 3 Karten nachziehen. So, und ich als menschlicher Spieler, das gilt auch im Mehrspielerspiel, kann jetzt beim Nachziehen auswählen, ob ich die offene Auslage nehme oder den verdeckten Nachziehstapel. Da ich 3 Karten ziehen darf, in diesem Falle, darf ich das auch 3-mal individuell tun. Sprich, ich nehme mir den Roboter auf die Hand, der bringt mir ja nachher 5 Punkte, wenn er hier unten liegt, ziehe sofort nach, das war die erste Karte. Dann hätte ich gerne, wie sieht es denn mit Botanikern aus, nicht so prickelnd, den Gesandten lassen wir also erstmal noch liegen. Aber das Nashorn sieht interessant aus, das nehme ich mir auf die Hand. Also es gibt auch kein Handkartenlimit. Das war die zweite Karte. Und jetzt haben wir noch einen Bären. Einen Bären. Ich würde jetzt mal von dem Nachziehstapel blind ziehen. Da haben wir einen Affen gezogen. Okay. Habe ich 3 Karten gezogen, das war mein zweiter Zug. Jetzt ist der Automa wieder dran. Der Automa, jetzt kann ich mich wieder entscheiden, was machen wir. Ich sage, wir gehen hier nach oben und was passiert auf der offenen Auslage? Diese Karte wird abgelegt. Mit der Karte passiert nichts, mit der Karte passiert nichts. Damit ist dieser Planet für den Automa erfolgreich besiedelt sozusagen. Das kommt zur Seite. Den brauchen wir später noch bei der Auswertung, denn hier steht auch, wie der Automa später seine Punkte bekommt. Und wir legen einen neuen Planeten auf. Das war der zweite Zug des Automa und jetzt sind wir wieder dran. Ihr seht also, das ist gar nicht so, das ist relativ wenig Downtime. Ein Zug, der nächste ist dran und die Züge sind relativ kurz. Man muss sich jetzt natürlich überlegen, wie die Dinge alle zusammenhängen. Wie sind die Berufe? Wie sind die Tierarten? Was hat man schon ausliegen? Ich habe nur 2 Karten ausliegen. Ich darf also noch nicht den Planeten aufdecken hier, weil dafür bräuchte ich mindestens 3, für den brauche ich 6, für den brauche ich 9 Karten in der Auslage und mein Kommandant zählt mit. Und jetzt habe ich was vergessen. Ich habe ja sehr früh den
Roboter gespielt, der hat ein Ordenssymbol. Und das Ordenssymbol heißt, ich hätte in diesem Falle den Ordensmarker hier drauflegen dürfen und hätte eine Karte nachziehen dürfen. Habe ich unterlassen. Ich muss dran denken, das beim nächsten Mal zu tun, aber den Ordensmarker schiebe ich wenigstens schon mal auf diese Position. Das war ein Fehler. So, was kann ich jetzt tun? Ich kann mit einem Raumschiff wieder, und ich kann jetzt nur noch auf einer dieser drei Zonen landen. Ich kann keinen Gesandten ausspielen. Ich möchte nicht nur eine Karte aufnehmen, sondern ich möchte tatsächlich eine Karte ausspielen. Und dann wollen wir mal schauen, ob wir nicht das Ganze... Ja. Ich werde Folgendes tun. Ich werde mit dem Raumschiff hier landen. Und hier seht ihr eine Bedingung, die ich erfüllen muss, nämlich eine Karte ablegen und dann eine Karte ausspielen. Und ich werde diese Echse abwerfen. Damit habe ich die Bedingung erfüllt. Jetzt kann ich eine Karte ausspielen. Jetzt spiele ich das Nashorn aus. Und jetzt kommt ein Effekt zum Tragen, der mich jetzt ein Stück weiterbringt. Und zwar habe ich das Nashorn ausgespielt und das gibt mir den Effekt, spiele eine Ordenskarte aus. Dann nehme ich diesen Roboter, den spiele ich aus. Dieser Ordensmarker sagt mir jetzt, schieb den Ordensmarker weiter und der sagt mir, ziehe zwei Karten. Und jetzt ziehe ich zwei Karten. Das kann ich zweimal entscheiden, wie ich das tue. Und zwar nehme ich einmal von der Auslage, jetzt habe ich einen Gesandten gezogen und ich nehme nochmal von der Auslage. Jetzt habe ich einen Mechaniker gezogen. Sehr schön. Das war mein Zug. Und jetzt seht ihr dann auch schon, worauf das hinausläuft. Letztlich möchte man versuchen, mit der Karte, die man ausspielt, eine Kettenreaktion auszulösen. Das waren jetzt nur zwei Karten und ein Sammeleffekt. Und das Ziel ist es, diese Ketten so lang wie möglich zu machen. Zum Beispiel dieser Affe. Hast du einen Mechaniker, dann spiel noch einen Profi aus. Den Mechaniker habe ich hier. Wenn ich den ausspiele, soll ich eine Ordenskarte ausspielen. Habe ich aber noch nicht. Das heißt, ich muss dafür sorgen, dass ich erst eine kriege, bevor ich irgendwie weitermache mit den Karten ausspielen. Wir schauen. Aber jetzt habe ich 1, 2, 3, 4 Karten aufgedeckt. Das heißt, ich kann jetzt auf diesem Planeten hier landen. Den drehe ich jetzt um. Der ist für mich jetzt zugänglich. Und ihr seht dann, dass wir hier unterschiedliche Effekte haben. Spiele einen Botaniker oder einen ITler oder einen Mechaniker aus. Oder hier hast du einen Roboter und einen Gesandten ausgespielt liegen, dann nimm drei Karten. Das habe ich noch nicht. Das heißt, ich könnte, wenn, dann nur hier landen. Und da hätte ich ja dann zum Beispiel einen Mechaniker, den ich ausspielen kann. Wir schauen. Okay, aber jetzt ist erstmal wieder der Automa dran. Und er macht wieder etwas in der Auslage. Tja, was gut oder schlecht ist, wird sich hinterher weisen. Wir werden erstmal das hier tun. Er wird sich diese Karte nehmen. Dann wird er die Karte ablegen. Und diese Karte nehmen. Und auf der Position ändert sich nichts. Und damit ist der Planet auch erledigt. Und es kommt ein neuer Planet nach. In der Begrifflichkeit des Spiels, das hier sind übrigens ganz normale Planeten. Und das hier für den Automa sind sogenannte feindliche Planeten. Und der Automa nennt sich hier in diesem Spiel ausgekochtes Schlitzohr. Nur damit ihr die Begriffe schon mal gehört habt, falls die gleich fallen. Okay, dann bin ich wieder dran. Tja, ich würde jetzt gerne Karten nachziehen. Ich brauche Karten. Das heißt, ich gehe hier nach oben und ziehe einfach drei Karten. Was brauche ich für Karten? Ich habe einen Gesandten, der sagt mir 5 Punkte für 16 Karten, die ausliegen. Es wird am Ende, kann das natürlich 5 Punkte geben. Wir schauen. Das ist ein Gesandter, der hier sagt, hast du einen ITler, dann spiele einen Roboter oder Gesandten. Damit könnte ich die zwei in einer Reihe spielen. Das ist ein Mechaniker. Nein, das ist der Mechaniker, der lässt mich eine Ordenskarte spielen, die ich nicht habe. Okay, ich ziehe drei Karten nach. Ich bräuchte irgendeine Karte mit Ordensband. Habe ich nicht. Dann ziehe ich drei Karten vom Nachziehstapel. Tja.
das ist jetzt auch nicht so super gewesen, was ich habe. Wir schauen nachher nochmal durch. Aber erst ist der Automa dran. So, der Automa. Der ändert uns wieder unsere Auslage. In beiden Fällen wird eine Karte ausgetauscht und zwei Karten werden genommen, aber die Positionen unterscheiden sich. Also landen wir mit dem Automa erstmal hier. Auf der Karte passiert nichts. Auf der Karte, die nimmt er. Und die zweite nimmt er auch. Und die Karte wird abgelegt. Okay. Jetzt bin ich dran. Was kann ich tun? Ich kann jetzt hier eine Karte abschmeißen, um nochmal drei zu ziehen. Das könnte interessant sein. Der Ort ist für mich nicht interessant, denn die Karten, die ich zwar ausspielen könnte, geben mir keine weiteren Effekte zum Ausspielen. Hier kann ich nicht landen, weil ich die Bedingung nicht erfülle. Und hier könnte ich zwar den Gesandten ausspielen oder nur eine Karte nachziehen. Ich glaube, das Geschickteste ist es, wenn ich hier lande. Dann kann ich eine Karte abwerfen, das tue ich mit dem Botaniker hier. Und dann darf ich drei Karten ziehen. Und da möchte ich den Roboter hier ziehen. Dann möchte ich... Diese Karte ziehen. Ah, da ziehe ich einen Gesandten. Die möchte Raumfahrer sammeln. Das heißt, ich ziehe dann nochmal diese Karte nach. So, dann habe ich drei Karten gezogen. Gucken wir uns gleich näher an. Wir ziehen wieder für das ausgekochte Schlitzohr. Und da landen wir mal, ich sage mal, einfach hier. Er zieht zwei Karten, diese und diese. Wird sofort nachgedeckt. Die Karte wird abgelegt. Und hier unten passiert nichts. Okay. Wir sind dran. Und jetzt schauen wir mal, ob wir eine schöne Kette bilden können. Der Roboter lässt uns drei Karten ziehen. Der Gesandte lässt uns eine Karte ziehen. Das ist ein Roboter mit Ordensmarker. Der Mechaniker lässt uns einen Roboter mit Ordens- oder eine Karte mit Ordensmarker ausspielen. Das wäre die zweite Karte. Das heißt, die beiden könnten wir in einem Zug ausspielen. Den Mechaniker können wir über diese Karte ausspielen. Das geht. Was könnten wir noch ausspielen? Den ITler. Da müsste ich aber erst einen Mechaniker liegen haben, um weitermachen zu können. Und dann einen Botaniker können wir ausspielen. Den habe ich aber nicht. Ich glaube, es könnte jetzt spannend sein, hier zu landen. Den Mechaniker auszuspielen und der sagt uns, spiele eine Karte mit Ordensband aus, das machen wir hier mit dem Roboter. Der lässt uns den Ordensmarker weiterschieben und wir können zwei Karten ziehen. Dann nehmen wir blind von der Auslage und nochmal blind von der Auslage. Also irgendwie habe ich heute kein glückliches Händchen, mir fehlen nochmal Karten mit Ordensband. Aber was soll's, wir spielen weiter. Der Automa ist dran. Wir sind dran mit, sagen wir mal, dem hier. Wir nehmen diese Karte und er nimmt diese Karte, auf der Mitte passiert nichts. Damit ist der Planet auch abgehandelt für den Automa. Der letzte Planet wird aufgedeckt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Karten haben wir. Wir dürfen also auch den mittleren Planeten aufdecken.
Sehr interessant. Auf diesem Planeten haben wir interessante Effekte. Hier heißt es, lege zwei Karten ab und dann spiele eine Karte aus der Auslage oder vom Nachziehstapel direkt auf deine, direkt ab. Das ist nicht so schlecht. Und hier heißt es, wirf eine Karte mit einem dieser Berufe aus der Hand ab und dann nimm drei Karten oder spiele eine Karte aus. Eigentlich will ich ja einen Gesandten ausspielen. Und noch eigentlicher brauche ich irgendwas mit Orden, um hier auf den Punkt zu kommen. Auf die Punkte. So, was haben wir denn? Karte abwerfen, drei Karten ziehen, Karte abwerfen, drei Karte ziehen. Mit dem hier kann man eine Kette loslegen. Zum Beispiel einen Soldaten. Wir haben den hier noch. Hast du den Raumfahrer ausspielen, den Soldaten spielen. Hast du einen Mechaniker, zwei Karten ziehen, dann könnte ich zwei Karten ziehen. Hier heißt es, hast du einen Mechaniker, spielen noch einen. Mechaniker haben wir hier. Das heißt, wir können die drei Karten in einer Reihe spielen. Das wäre eine Möglichkeit. Oder den Gesandten noch ausspielen. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Dann würden wir den ausspielen. Das und das. Ich baue mir jetzt hier gerade eine Kette zusammen. Ist schwierig, euch das mit den Symbolen alles direkt näher zu bringen. Wir gucken mal, ob wir es erklärt bekommen. So würde es funktionieren. Ja. Okay, also müssen wir jetzt auf den Platz, wo wir Karten ausspielen dürfen. Wir gehen hier auf Erkundung und jetzt haben wir wieder die Wahl, entweder drei Karten ziehen oder eine Karte ausspielen. Und wir entscheiden uns fürs Karten ausspielen. Und zwar spiele ich diesen Affen aus. Wir gucken, haben wir irgendwo schon mal Affen liegen? Ne, haben wir noch nicht. Ihr seht den noch, jawohl. Der Affe sagt mir, wenn ein Mechaniker ausliegt, dann spiele noch einen Profi aus. Alles klar, machen wir. Und das spielen wir diese Echse aus. Und eine Echse haben wir hier schon liegen, da legen wir die einfach dazu. Hast du einen ITler liegen, spiele einen Roboter oder einen Gesandten aus. Wir haben mindestens einen ITler liegen, wir haben sogar drei. Jetzt können wir den Roboter ausspielen oder einen Gesandten. Und ich denke, wir spielen den Roboter aus und können uns drei Karten ziehen. Und dann nehmen wir uns das Nashorn. Dann nehmen wir uns von der Auslage. Vom Nachziehstapel, so. Das ist ein Affe mit Ordensmarker, mit Ordensband. Und das Nashorn mit Ordensband. Interessant. Und dann nehmen wir uns noch eine Karte aus der, auch vom Nachziehstapel. Ja, eine Eule, Mechanikeule. Okay. Die hilft uns aber nicht weiter. Wir gucken. Jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Karten liegen. Das heißt, wir dürfen auch den letzten Planeten aufdecken. Und ich habe ja ein Raumschiff überbehalten. Und jetzt können wir uns tatsächlich überlegen, wo wir landen. Was wir tun. Wir schauen, es sind noch ein paar Züge offen. Auch der Automa hat jetzt noch einige Züge. Wir werden Folgendes tun, wir werden für das ausgekochte Schlitzohr hier landen. In diesen beiden Punkten passiert nichts. Diese Karte wird abgelegt und die nachgezogene Karte nimmt sich der Automa auf die Hand. Beziehungsweise er spielt sie eigentlich alle aus. Ich müsste sie eigentlich alle ausbreiten. Das spielt aber während des Spiels keine Rolle. Und natürlich wird direkt nachgezogen. So. Dann sind wir dran. Und wir können auch sehen, wir haben mit diesem Raumschiff noch zwei Züge. Hier haben wir noch einen Zug, macht drei.
Und für den Automa haben wir noch zwei Züge. Das passt, weil er hat ja angefangen. Wir sind also ganz normal im Spiel. Und jetzt muss ich mir wieder versuchen, eine schöne Kette zu bauen. Was habe ich denn überhaupt an Sets? Mir fehlt eine Echse, um hier Punkte zu bekommen. Mir fehlen 1, 2, 3, 4, noch zwei Tierarten. Was brauche ich? Ich bräuchte Affen habe ich, Nashorn habe ich, Echsen habe ich, Nashorn, Bären, Echsen, Affen, Eule. Da habe ich aber keinen ITler, den ich danach spielen kann. Eine Eule, die müsste ich eigentlich noch spielen und dann fehlt mir noch was, nämlich ein Tintenfisch, den ich noch gar nicht habe. Um zum Beispiel ein komplettes Set aus 6 Tierarten zu sammeln. Also schauen wir lieber mal nach Echsen, die wir vervollständigen können. Hier hätten wir noch einen Gesandten. Zwei Echsengesandte, die könnte ich hier noch anlegen. Mal gucken, dass wir das irgendwie hinkriegen. Eigentlich wäre es ja ganz gut, wenn ich jetzt noch mal Karten ziehe, um die Auswahl zu vergrößern. Es gibt ja zum Glück kein Kartenlimit, nur die Übersicht leidet natürlich. Und das ist jetzt in der Kamera auch schwierig darzustellen. Normalerweise hat man sie ja verdeckt oder man benutzt einen Kartenhalter, um sie sich halbwegs zu sortieren. Das ist jetzt ein bisschen schwierig, alles auf eine Hand zu halten. Aber wir schauen, was wir machen können. Hier würde ich zwei Karten ablegen, um sofort eine Karte zu spielen. Will ich das? Nein. Will ich das? Warum nicht? Warum eigentlich nicht? Ich habe hier sowieso Karten zu viel, in Anführungszeichen. Obwohl, Karten zu viel hat man nie. Ich gehe mal hier hin und ziehe drei Karten nach. Und zwar ziehe ich von dem Nachziehstapel. Die kann ich gar nicht brauchen. Dann ziehe ich dieses Nashorn. Und dann ziehe ich nochmal das Nashorn. Da kommt ein Tintenfisch. Na super. Okay, dann ziehen wir jetzt mit für den Automa hierher. Er nimmt sich diese Karte und nochmal die Karte. Und die Karte wird abgelegt. So. Dann sind wir dran. Ich könnte jetzt tatsächlich mal vorletzter Zug, dieser Planet hier ist übrigens auch für den Automa abgehandelt. Punktewertung schauen wir uns gleich an. Letzter Zug des Automa wird sein, diese Karte abzuwerfen. Wir machen Folgendes. Wir gehen hier hin und legen jetzt zwei Karten aus unserer Hand ab. Das wird einmal diese Echse sein und das wird einmal sein diese Eule. Hoffentlich ist das die richtige Entscheidung. Was ich aber jetzt tun kann, eine Karte aus der offenen Auslage oder vom Nachziehstapel nehmen und sofort ausspielen. Und das mache ich mit diesem Roboter. Und dessen Effekt sagt mir, nimm eine Karte aus der offenen Auslage oder vom Nachziehstapel und spiele die aus. Das mache ich mit diesem Tintenfisch.
Das ist eine Ordensmarkerkarte, das heißt, den schiebe ich weiter. Das heißt, die 6 Punkte sind mir sicher. Und jetzt muss ich nur noch eine Eule spielen. Dann hätte ich zumindest mal ein Set. Und die Eule habe ich eben abgelegt. Ich bin so blöd. Das lassen wir jetzt mal so. Mal gucken, was rauskommt. Also es werden sehr wenige Punkte. Schlechtes Spiel. Vorführeffekt. Das wird schwierig. Wir werden sehen. Ja, wir können jetzt nur noch für den Automa diesen Zug machen. Diese Karte. Und wir können jetzt nur noch das hier tun. Entweder 3 Karten ziehen, was nichts mehr bringt, oder Karten ausspielen. Und Karten ausspielen ist das, was ich jetzt tun muss. Erstmal kann ich... das Nashorn spielen, um den Ordensmarker zu bewegen, und das heißt, ich kann noch eine Karte spielen. So, jetzt muss ich mir eine lange Kette zusammenbauen. Das brauche ich nicht. Das hier, damit könnte ich mir einen Gesandten auslegen, zum Beispiel den. Ich sortiere mir das jetzt gerade ein bisschen. Das seht ihr nicht ganz im Bild, aber ich versuche da jetzt mal ein bisschen Übersicht zu gewinnen. Ja, also das, was ich jetzt mit meinem etwas schlechten Spiel noch machen kann, ist, ich darf jetzt eine Karte ausspielen. Ich spiele nochmal dieses Nashorn aus und das erlaubt es mir, einen Gesandten auszuspielen, und das wird diese Echse sein. Und die erlaubt mir, noch eine Karte nachzuziehen. Das ist zwar jetzt nicht mehr von Belang, aber ich werde mal diese Karte ziehen. Und damit ist unser Spiel zu Ende. Das geht vergleichsweise schnell. Wir haben jetzt gegen den Automa fertig gespielt und müssen jetzt werten. Und das schauen wir uns in Ruhe an. Wir nehmen mal den Wertungsblock. Und dann werden wir hier die AI eintragen und hier den Spartacus. Und dann schauen wir mal, was passiert. Die AI bekommt Punkte. Wir gucken nochmal ins Regelheft. Nicht alles auswendig. Meine Siegpunkte zähle ich wie sonst auch. Und Moment, das Schlitzohr erhält Siegpunkte für seine Sammlung aus Tierarten und die aufgedruckten Siegpunkte seiner Roboter. Ignoriere alle anderen Informationen auf seiner Crewkarte. Stattdessen zusätzliche Siegpunkte für jedes der Symbole oben auf dem feindlichen Planeten, die es in diesem Spiel erforscht hat. Okay. Also, wir gucken bei der AI. Wir haben, ich sortiere jetzt ein bisschen. Wir legen mal die Auslage zur Seite. Spielt ja keine Rolle mehr. Ich sortiere jetzt für die AI und auch die Planeten können wir mal wegnehmen. Eule, Affe, Bär, Nashorn. Roboter, Nashorn, Echse, Oktopus, Eule, Nashorn, Eule, Affe, Roboter, Bär, Roboter. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, die AI bekommt, unser Automa bekommt für ein Set aus 3 Eulen 5 Punkte und für die 3 Nashörner auch 5 Punkte, macht zusammen 10 Punkte. Und für ein Set 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschiedene Tiere, aber nur einmal, weil nur ein Krake und eine Echse da sind, nochmal 15 Punkte. So, die Roboter hier sind 4 Punkte. Und jetzt bekommt der Automa-Gegner noch Punkte für den Roboter, und zwar pro Roboter-Symbol einen Siegpunkt. Pro Symbol dieser Art, einen Siegpunkt für jeden Roboter in seiner Crew, genau. Das sind 3 Punkte. Hier sind keine Punkte drauf.
Roboterpunkte und das andere sind Berufspunkte. Wir schauen. Tatsächlich müssen wir jetzt die Karten nochmal umsortieren nach Berufen. Für Roboter gibt es jetzt 6 Punkte. Das notieren wir nochmal hier. Das sind dann 6 plus 4, sind ja 10. Wir gucken weiter. Jetzt gibt es für Forscher, für Botaniker und für Soldaten jeweils 2 Punkte. Das heißt, wir müssen gucken. Forscher, Botaniker, Forscher, Forscher, Botaniker, Forscher, Soldat. Das sind einmal Soldat, sind 2 Punkte. 1, 2, 3, 4 Forscher sind 8 Punkte, sind in der Summe 10. Und 1, 2, 3, 4 Botaniker sind nochmal 8 Punkte, sind 18 weitere Punkte. Das schreiben wir mal hier rein. 18. So, wir haben also jetzt für das ausgekochte Schlitzohr, für unseren Automa-Gegner 10, 20, 30, 40, 50, 53 Punkte. Das ist ein gutes Ergebnis. Das ist auch etwa das, was menschliche Spieler so ganz grob zwischen 30 und 60 Punkten, das ist also schon im oberen Bereich. Wir schauen mal, was wir erreicht haben. Das dürfte, oder ich fürchte, das sind nicht ganz so viele. Wir haben liegen 3 Nashörner sind 5 Punkte und 3 Echsen sind 5 Punkte, sind also 10. Upsa. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5 verschiedene Tierarten. Da sind also keine Punkte für ein komplettes Set. Der Gesandte sagt 3 Punkte für 3 Raumschiffe. 1, 2, 3 sind 3 Raumschiffe, sind 3 Punkte. Für die Roboter 3, 8, 11, 13 Punkte. Und für das hier 6 Punkte. Ganz schlechtes Ergebnis. Das habe ich ja vorausgesagt. Das war schlecht gespielt, muss ich ehrlich gestehen. Da habe ich mich falsch entschieden, was das Abwerfen von Karten angeht, was das Ausspielen von Karten angeht. Wir werden hier 6, 12 sind 32 Punkte. Da gehe ich ja gnadenlos unter gegen den Automa, gegen das ausgekochte Schlitzohr. Da habe ich tatsächlich falsch überlegt. Das mag jetzt auch am Vorführeffekt liegen, dass ich mir nicht die Zeit genommen habe, in Ruhe das alles mir anzuschauen. Denn ich muss gestehen, das alleine in Ruhe vor sich herzuspielen ist deutlich einfacher, als das parallel euch dann auch ja, mitverfolgen zu lassen, zu erklären und dabei dann noch halbwegs vernünftig zu spielen. Also das war zugegebenermaßen eine von mir schwach gespielte Runde. Ihr dürft natürlich gerne kommentieren, wo ich genau welchen Fehler aus eurer Sicht gemacht habe. Her damit mit diesen Kommentaren, mag ich immer gerne. Ich hoffe, Regelfehler waren keine drin. Wenn ihr die gefunden habt, dann auch gerne damit in einen Kommentar. Ihr seht, in der Summe haben wir 6 Kommandanten, die unterschiedliche Effekte bringen. Meiner hat mir jetzt 6 Punkte gebracht, weil ich so weit kam mit dem Ordensmarker. Das geht bis zu 9 Punkten bei diesem Echsenkommandanten. Da muss man aber den Ordensmarker ganz nach oben bringen. 8 hier unten auf der zweiten Position sind auch schon nicht schlecht. Der hier, der Affe, nur 4. Dafür kann man unterwegs, in Anführungszeichen, öfter eine Karte ausspielen. Anstatt nur einmal geht das hier zweimal. Also es sind sehr unterschiedlich gestaltete Kommandeure. Die Gesandten haben sehr unterschiedliche Missionen, wofür man Punkte bekommt. Und dieses Set-Collection-Spiel, ich habe es ja schon bei Ben im Top-10-Video gesagt, das ist etwas, das ist einfach rund und fluffig runtergespielt. Es ist jetzt nichts Kompliziertes. Man muss ein bisschen gucken. Man kann natürlich eben auch Fehlentscheidungen treffen, was den Abwurf angeht. Der Automa spielt sich anders als ein menschlicher Spieler. Er sammelt nicht gezielt, sondern er macht einfach nur das, was hier auf diesen Karten steht, auf diesen Planetenkarten. Und was ich etwas seltsam finde ist, und da muss man auch als Mensch, als Solospieler dann aufpassen, wie man sich entscheidet, wenn da zwei Planeten liegen, ob man zuerst hier oder dort landet, das ändert natürlich die Auslage entsprechend. Und das in der Kombination zu beachten mit seiner eigenen Karte, ist dann nochmal eine Herausforderung. Macht das Spiel nicht einfach, nicht trivial, aber
aus meiner Sicht eine sehr witzige Geschichte, sehr schön gestaltet. Das Material ist durchaus okay, die Karten, ungewohntes quadratisches Format. Die muss man, nachdem man einmal gespielt hat, sind die ja sortiert, weil man ja so seine Auslage baut, dass man die Karten, die Tierarten auseinanderhalten kann. Und das muss man dann nochmal gut durchmischen. Notfalls Kindermischen machen auf dem Tisch. Aber aus meiner Sicht ein sehr schönes Spiel, hübsche Grafik, harmlos in Anführungszeichen, aber im positiven Sinne gemeint, harmloses kleines Spiel. Auch zu viert habe ich es schon mehrfach gespielt, macht immer wieder Spaß und Laune. Zu fünft muss ich es nochmal ausprobieren, weil dann beeinflussen ja die Mitspieler die Auslage, die man dann zur Verfügung hat. Es ist also kein echtes, ich würge die einen rein, man nimmt also auch seinem Gegner keine Sachen weg oder man verbaut ihm nichts, man ändert nur seine Auslage, die er dann, mit der er dann weitermachen kann. Und das auch nur für den Nächsten, der dran ist. Ja, so viel zu einer Runde Wildes Weltall. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Lasst mir gerne ein Abo und ein Like da. Und es geht in meiner Top-10-Liste natürlich dann weiter mit der Nummer 7. Das hier war jetzt die Nummer 8, Wildes Weltall. Die 10 war Under Falling Skies. Die 9 war Hunted Kobayashi Tower. Das war jetzt Wildes Weltall. Und die Nummer 7 wird sein, wenn ich mich recht entsinne, Sprawlopolis. Da freuen wir uns auch drauf. Und dann sehen wir uns in der nächsten Runde. Bis dahin, euer Spartakus.